Freiburgstraße nur und der Parkplatz rechts drin. Und ja, aber ansonsten, weil die User dann je nachdem mal wieder zurückkommen. Ja, wir hatten so gegen 9.45 Uhr eine Brandmeldung im Keller. Das waren dann leider mehrere Brandmelder, sodass man davon ausgehen konnte, dass tatsächlich irgendeine Form von Rauchentwicklung, Gasentwicklung stattgefunden hat. Wir sind der Sache sehr schnell nachgegangen, zusammen mit der Haustechnik, konnten feststellen, dass sich eine nebelartige, weißliche Gasentwicklung, Rauchentwicklung dargestellt hat. Die war zunächst völlig unklar. Es war nicht klar, welche Probleme da eigentlich im Kellerraum waren. Die Feuerwehr traf relativ schnell ein, hat dann in Zusammenarbeit mit der Haustechnik die Fehlerquelle gesucht. Wir haben parallel den OP gestoppt, haben die Notaufnahme gestoppt, sowie die Ambulanz in den betroffenen Gebäudeabschnitten, haben alle Stationen informiert, haben das Haus auf eine Evakuierung vorbereitet. Glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass wohl aktuell kein Brand vorgelegen hat, sondern im Gegenteil ein Kühlmittelaustritt, ein Defekt an einem Gerät, das zur Wartung hier der Klimaanlage aufgestellt war, für einen Kühlmittelaustritt gesorgt hat, und das hat diesen Rebel verursacht. Letztendlich gab es keinen Brand, es gab keine Gefährdung von Personen. Alle Patienten verblieben auf den Zimmern, die Stationen wurden mittlerweile auch wieder auf Normalbetrieb geschaltet, der OP läuft wieder, die Ambulanzen laufen den ganz normalen Gang, also es gab keinerlei Gefährdung für Mitarbeiter oder Patienten. Die liefen ganz hervorragend, die Kollegen waren sehr professionell, wir konnten ja auch sehr schnell die betroffenen Gebäude isolieren, sodass wir auch wussten, in welchem Bereich spielt sich denn das Geschehen eigentlich. Genau, wir wurden um 9.51 Uhr alarmiert mit dem Stichwort Brandmeldealarm im Krankenhaus Bruchsal. Bereits nach meiner Ankunft hat mich der Verantwortliche der Technik informiert darüber, dass wir eine wahrnehmbare starke Verrauchung in den Untergeschossen Ebene minus 2 und Ebene minus 1 haben. Und ich habe dann nach meiner Ankunft gleich das Alarmstichwort auf Brand im Krankenhaus hochstufen lassen. Die Alarmierungsveränderung bedeutet, dass wir nicht nur die Abteilung Bruchsal mit einem Löschzug entsenden, sondern dass wir quasi die Bruchsaler Abteilungen alle hinzualarmieren. Und dazu kommt noch eine zweite Drehleiter, die in dem Fall aus Bad Schönborn kam. Die Krankenhausvorbereitungen für eine solche Schadenslage ist insbesondere in den letzten Jahren ganz toll gediehen. Wir haben einen vierteljährlichen Sure-Fix-Termin mit der Leitung des Krankenhauses. Da geht es nicht nur um bauliche Maßnahmen, sondern auch um organisatorische Maßnahmen für einen Schadensfall. Da sind wir uns ja einig, der hoffentlich nie eintreten wird, aber diese gemeinsamen Vorbereitungen stehen. Ja, ich bin die Oberbürgermeisterin Frau Cornelia Petzer-Schick und ich darf im Namen der Patienten und der Bürgerschaft Danke sagen. Es war ein gutes Ineinandertreffen und Ineinandergreifen von Feuerwehr, Polizei und natürlich auch Krankenhaus. Warum? Es geht nicht nur um die Einsatzsituation im Moment gut in den Griff zu bekommen. Es geht auch darum, den Krankenhausablauf möglichst wenig zu stören, dann mit notwendigen Operationen etc. auch zumindest zeitnah realisiert werden können. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel hat auch in diesem Falle sehr gut funktioniert. Und deswegen großen Dank. Und das zeigt natürlich, dass wenn die Wege kurz sind und wenn man sich kennt, das leichter macht. Aber es zeigt auch unsere professionelle Feuerwehr. Das Auto steht in der Weilbergstraße und der Parkplatz rechts drin. Und, ja, aber ansonsten, weil die User dann